Frank, hallo Edgar, mir gelingt es immer häufiger, mein Umfeld, meine Umgebung bewusst wahrzunehmen. Es klingt ja lustig. Aber ist okay. Aber ich weiß, was du meinst, aber es klingt so lustig. Aber okay. Die Unbewusstheit meiner Mitmenschen sticht mir dabei ins Auge. Okay. Sehe ich da mich selbst, meine eigene Unbewusstheit? Boah, das ist eine Frage. Die ist gut. Von welcher Ebene willst du das denn beantwortet haben? Aus der menschlichen Ebene natürlich nicht. Aus der menschlichen Ebene ist da ein Frank, der bewusster schauen kann. Wo ein Prozess in Gang gekommen ist, dass er bewusster wahrnehmen kann. Was sieht er jetzt in seiner Umgebung? Andere Menschen, die scheinbar nicht so bewusst schauen können und eher unbewusst funktionieren, aus Automatismen getrieben, nicht präsent, was letztlich auch nur ein Konzept ist. Präsenz ist überschätzt. Wo ist die Präsenz im Tiefschlaf? Und doch ist der Tiefschlaf das Höchste. Aber okay. Ich sehe aber den Punkt, was du meinst. Obgleich für mich das Unbewusste aus dem Gottsein heraus eigentlich das ist, was wirklich Gott ausmacht. Der unbewusste See. Das, was wir scheinbar nicht wahrnehmen. Daraus, das ist die Quelle. Weil es ist wie beim Eisberg. Da ist eine Spitze oben beim Eisberg, die schaut beim Meer raus. Und drunter, der richtige Eisberg ist unter Wasser. Und das ist das Unbewusste. Und im Unbewussten sind wir vernetzt. Eigentlich sind wir im Unbewussten eins. Das Unbewusste ist der Teil von uns, der eigentlich eins ist. Das Bewusste, scheinbar, bei normalen Menschen zumindest, das sind diese tausend oder diese Milliarden Eisbergspitzen, die rausschauen aus dem Wasser und alle glauben, ich bin eine Eisbergspitze und die sich dann noch einbilden, irgendwann so bewusst zu werden, dass sie den ganzen Eisberg unter Wasser, der sie auch noch sind, irgendwann lenken können. Ja, dieser Spitz will dann den ganzen Rieseneisberg lenken. Aber sie wissen nicht, dass da unter Wasser, diese Milliarden Eisbergspitzen, wissen nicht, dass unter Wasser nur ein einziger Eisberg ist. Und dieser eine einzige Eisberg hat Milliarden Eisbergspitzen. Und jede dieser Eisbergspitzen glaubt nun, der Eisberg zu sein. Und die anderen sind dann quasi vielleicht unbewusst. You see the point? Ja? Es gibt nur dich. Du bist der Eisberg. Du bist der eine Eisberg. Du bist nicht nur die eine Eisbergspitze, die sich gerade jetzt bewusster wird. Du bist alle Eisbergspitzen. Und du bist letztlich nicht nur die Eisbergspitze, sondern du bist dieses Riesending drunter. Und nicht nur dieses Riesending drunter, nicht nur der Eisberg, du bist der ganze Planet und das ganze Universum. Aber lass mal das weg, bleiben wir lieber beim Beispiel. So ist die Sache. Darum ist Unbewusstsein so eine tricky Sache. Weil Unbewusstsein ist das, wo wir alle eins sind. Ja, das Kollektive. Der Teil von uns, der eins ist. Der Teil, der jetzt bewusster wird, ist einfach nur ein Prozess. Und in einem Prozess. Natürlich in dem Prozess der Bewusstwerdung. Und es wird mehr und mehr und mehr. Und logischerweise sieht man dann auch, bei den anderen Eisbergen, die sind noch unbewusst. Die haben den Prozess halt noch nicht. Ja? Aber man sollte vorsichtig sein, das zu bewerten. Weil, wie du selbst erkannt hast, du bewertest letztlich dich. Dich selbst. Denn du bist als dieser Eisberg, bist du auch all diese anderen Eisbergspitzen. Und da kommt dann das Spiegelkonzept und das alles im Spiel. Ist letztlich so. Das Spiel mit sich selbst, aus dem Absoluten betrachtet. Dennoch scheint es so zu sein. Und du darfst das Spiel auch spielen, bewusster zu sein als andere. Warum nicht? Präsenter zu sein. Warum nicht? Auch das denen zu sagen. Oder dich abzuwenden und zu sagen, okay, dieses Spiel interessiert mich nicht mehr, spiele ich nicht mehr mit. Ich treibe mal woanders hin. Wenn es geht und es wird gehen, ist es so. Darf es so sein. Man löst sich dann von dem. Es ist ganz klar, dass das in der Phase, in der du bist, gehört das einfach dazu.
Und da zählt nur das, was für dich jetzt wahr ist. Und selbst wenn ich das sage, in Wirklichkeit ist das alles eins, in Wirklichkeit bist du der Eisberg, das ist alles in Wirklichkeit, in Wirklichkeit, in Wirklichkeit. Das ist aber nur Gelaber von dem Edgar da, der das aus seiner Perspektive sagt, aus seinem Wissen. Letztlich habe ich nicht einmal eine Perspektive, die nehme ich dabei schon ein, ja, weil die beliebig ist, jede Perspektive ist beliebig. Um dir da entgegenzukommen, sozusagen, und einen Ausblick zu geben, ja, was kommt um die nächste Kurve. Aber eigentlich kann ich mir das sparen, weil eigentlich geht es genau darum, dass du gar nicht weißt, was um die nächste Kurve kommt. Das ist uninteressant. Du bleib in dem Jetzt, in dem du bist und wie du bist und was gerade erscheint. Und in dir erscheint gerade größere Bewusstheit, andere erscheinen als unbewusst, so ist es. Und wenn du das mitnehmen möchtest, dass du auch diese anderen bist, dann mach. Wenn du es nicht mitnehmen möchtest, mach nicht. Es ist egal. Letztlich. Sollst du da was lernen, dann wirst du das lernen, egal was es ist. Wenn du ein Underdog warst, wirst du dich erheben über all die. Und warst du ein Overdog, wirst du auf demütig zurechtgestutzt. Das ist so, das ist Naturgesetz. So ist. Aber geile Frage. Danke. Aber das muss ich jetzt nur dazu sagen, deine eigene Unbewusstheit nicht persönlich nehmen. Du siehst den Anteil von dir im Ganzen der Unbewusstheit, das kann schon sein. Aber man sollte das nicht persönlich nehmen. Die eigene Unbewusstheit muss jetzt doch nochmal bei der Frage hängen bleiben, da ist nur ein wichtiger Punkt offen geblieben. In Wirklichkeit kann ich jetzt nicht sagen, es ist eben nicht persönlich. Es ist schon das Persönliche, aber es ist jetzt nach außen projiziert. Du siehst deine ehemalige Unbewusstheit. Du siehst das, wo du herkommst. Ja? Man könnte fast sagen, das Universum funktioniert da sehr zeitverzögert. Ja? Man könnte auch fast sagen, der Spiegel funktioniert so, dass du Licht aussendest und es kommt verspätet zurück. Du siehst jetzt deine eigene Vergangenheit. Du siehst das, was du warst, sozusagen. Und das steckt noch in dir. Ebenfalls unbewusst noch, weil es gerade am Verbrennen ist. Du siehst es jetzt. Und durch dieses Sehen verbrennt es. Ja. Und du brauchst damit nichts tun, du brauchst es nur ansehen. Aber es ist extrem tricky. Da nicht ins Bewerten zu kommen. Es kann durchaus auch sein, dass das, was dir bei anderen als unbewusst erscheint, letztlich eine Projektion ist, ein Restmaja, was projiziert wird. Und das löst sich mit der Zeit von selbst auf. Der Kern in dir ist quasi schon da bewusst. Und sieht es, aber es ist wie so ein Vorhang, durch den man noch durchschaut. Und das löst sich dann im Außen auf. Kraft deiner Bewusstheit kann das verbrennen im Lichte des Bewusstseins. Ist aber ein Prozess, der dauert Wochen, Monate in der Größenordnung.